Herzlich willkommen hier aus Unterföhring, der Heimat von meinbowlingshop.de, zu einer neuen Ausgabe unseres Tech Talks. Dieses Video ist ausschließlich für die Emax Club Silber und Emax Club Gold Mitglieder sofort verfügbar. Für alle anderen kommt dieses Video zu einem späteren Zeitpunkt. So, heute geht es tatsächlich ganz trocken um Materialkunde und Bohrungen. Insgesamt behandeln wir 11 Punkte. Das heißt, wir werden heute 6 Punkte behandeln und im nächsten Video die anderen 5 Punkte. Und letztendlich geht es darum, was bewirkt den Bogen überhaupt oder wie kommt ein Bogen zustande, warum passiert ein Bogen, was ist dafür nötig und einige Fachbegriffe dazu, und die werde ich heute versuchen, euch näher zu bringen. Ich wünsche euch damit viel Spaß und wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da, Abo nicht vergessen. Wenn ihr noch kein Clubmitglied seid, könnt ihr das gerne nachholen. Auf YouTube findet ihr hierzu den Link Mitglied werden und dort könnt ihr dann auswählen, ob Emax Bronze, Emax Silber oder Emax Club Gold Mitglied. So, jetzt viel Spaß beim Video. Damit komme ich jetzt zum ersten Punkt und der ist, was ist für den Bogen eines Bowlingballs eigentlich verantwortlich? Und da gibt es mehrere Punkte, was da verantwortlich ist für, und die werden wir jetzt einzeln durchgehen. Das ist zum einen natürlich erstmal der Spieler. Man muss ganz klar sagen, der Spieler ist zu 80% dafür verantwortlich, wie groß oder wie viel oder wie wenig Bogen ein Bowlingball macht. Es liegt einmal daran, wie ist unsere Axis Rotation, komme ich da noch dazu und erkläre das dann noch tiefer. Wie ist unser Axis Tilt, wie ist unsere Geschwindigkeit, wie hoch ist unsere Rotation. Das alles spielt da eine Rolle, aber die einzelnen Punkte erkläre ich dann noch. Also 80% Verantwortung trägt der Spieler für den Bogen eines Bowlingballs. Danach haben wir natürlich zu 8% die Bahn, also das Ölmuster, der Bahnbelag, die Temperatur in der Halle. Also das ist dafür zuständig, 8% für den Bogen. Dann haben wir die Schale. Das ist ein sehr großer Part. Wenn man jetzt den Spieler rausnehmen würde, wären das fast 70%. Aber so, wenn der Spieler mit drin ist, sind 6% des Bogens macht die Schale bzw. die Oberfläche des Bowlingballs aus. Und da haben wir natürlich die reine Oberfläche, das heißt matt, poliert, geschliffen, Pearl, Solid und so weiter. Also das spielt zu 6% eine Rolle für den Bogen eines Bowlingballs. Als nächstes, und jetzt, das ist eigentlich überraschend, zu 2% ist es tatsächlich nur der Kern. Das heißt, zu 2% macht der Kern den Bogen. Das heißt, wenn ich es als Spieler versau, hilft mir kein Kern der Welt. Er hilft zwar ein bisschen, zu 2%, aber nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, asymmetrisch-symmetrisch, 2% der Laufeigenschaft sind der Kern. Dann kommen wir, was noch weniger praktisch beeinflusst ist, ist das Layout an sich. Das Layout eines Bowlingballs ist 1% der Laufeigenschaft im Gesamtkomplex. Das heißt, wir haben hier den Spieler inklusive und die Ölung. 1% macht das Layout von den Löchern aus, also wo die Löcher sitzen im Verhältnis zur Kernachse. Aber dazu komme ich natürlich dann auch noch. Dann haben wir, was es heute nicht mehr gibt, aber beziehungsweise nicht mehr erlaubt ist, aber bis dato immer noch Gültigkeit hatte, ist das Auslässloch. Und das macht ebenfalls 1% der Laufeigenschaft aus, was wiederum zeigt, wie wichtig dieses Auslässloch war, beziehungsweise wie im Verhältnis zum Layout, wie krass man doch verändern konnte die Laufeigenschaft im Verhältnis zum normalen Layout. Also man konnte mit einem Auslässloch die Reaktion um 80% erhöhen und um 100% verringern. Also das ist doch deutlich. Das nächste, was 1% Rolle spielt, ist der Mass Bias, das heißt die Asymmetrie in einem Kern. Jeder symmetrische Kern wird nach dem Bohren asymmetrisch aufgrund des Daumenlochs. Dadurch, dass das Daumenloch nur ein Loch ist, wird jeder Kern asymmetrisch. Das heißt, und diese Asymmetrie, diese Ungleichheit im Kern, macht 1% der Laufeigenschaft aus. So, und dann sind ganz viele Punkte zusammen. Das ist unter anderem das Seitengewicht, das Fingergewicht, das Topweight, wo der CG liegt, wie hoch der RG ist, wie hoch das Differential ist, macht in etwa 1% der Laufeigenschaft aus. Also hier sieht man einmal, wie wenig oder wie viel Wert eigentlich auf so geringe Sachen gelegt wird wie Seitengewicht. Also es ist, um das jetzt nochmal zu wiederholen, 80% ist der Spieler verantwortlich für den Bogen eines Bowlingballs. 8% ist es die Bahn, 6% die Schale, 2% der Kern, 1% das Layout an sich, 1% der Auslässloch, 1% der Mass Bias, die Asymmetrie, und unter 1% ist es Seitengewicht, Fingergewicht, Topweight, CG, RG und so weiter. Also das macht unter 1% der Laufeigenschaft aus im Gesamtkomplex des Bogens des Bowlingballs. Ich bin das jetzt natürlich relativ schnell überflogen und gehe jetzt tiefer im Prinzip auf die einzelnen Sachen ein. Unter anderem fange ich jetzt natürlich mit dem Spieler an. Damit kommen wir zum zweiten Punkt. Wie beeinflusst der Spieler den Ball eigentlich im Spiel? Was macht der Spieler?
Der Spieler gibt zwei Energien auf den Ball ab. Das ist einmal die Vorwärtsenergie und einmal die Rotationsenergie. Das heißt, die Vorwärtsenergie definiert sich daraus, das ist die Energie, die ihr dem Ball gebt, das heißt durch Balltempo. Balltempo wird in der Regel falsch interpretiert. Viele denken, dass sie mit dem Arm das Balltempo machen, aber Balltempo kommt immer aus den Füßen. Das heißt, wenn ihr einen freien Pendel habt, je schneller ihr anlauft, desto schneller wird der Bowlingball. Je langsamer ihr anlauft, desto langsamer wird der Bowlingball. Und das ist eine ganz wichtige Energie, die ihr als Spieler dem Ball mitgebt. Das zweite ist die Rotationsenergie. Das heißt, wie viel Rotation erzeugt ihr auf dem Ball mit der Hand, mit den Fingern? Das wiederum entscheidet natürlich deutlich, wie viel euer Ball an Bogen macht und wie viel er nicht macht. Kurz nochmal definiert. Das heißt, verringert ihr die Vorwärtsenergie, verringert ihr das Tempo, beschleunigt ihr die Vorwärtsenergie, erhöht ihr das Tempo. Genauso ist es bei der Rotation. Erhöht ihr die Rotation, habt ihr mehr Rotationsenergie, verringert ihr diese, habt ihr weniger. Zum nächsten Punkt, den ich komme, wäre dann die Axis Rotation. Habe ich ja vorher schon gesagt, das ist ein Punkt, den der Spieler beeinflusst. Die Axis Rotation ist die horizontale Drehachse des Balls. Das heißt, wenn der Ball so dreht, hat er null Axis Rotation. Dreht er so, wenn zu euch praktisch die Energie ist, haben wir 90 Grad Axis Rotation. Der optimale Bereich liegt zwischen 20 und 40 Grad Axis Rotation. Das heißt, von mir aus gesehen 0, 90 wären 20 Grad in etwa so, wenn er drehen würde und dann nach vorne gehen würde. Das nennt man Axis Rotation. Axis Rotation wird mit der Hand gemacht. Das heißt, wenn ich so bin und den Ball so loslasse und am Ball bleiben, ist da oft missverstanden, ist eine Axis Rotation von 0. Ganz zur Seite und den Ball so loslassen, ist eine Axis Rotation von 90 Grad. Und ihr solltet zwischen 20 und 40 Grad liegen. Das ist, wie gesagt, ein guter Wert. Und in dem Bereich sollte man sein. Messen kann man dies, wenn ihr den PHP abklebt. Was der PHP ist, komme ich gleich dazu. Aber wenn ihr ein Tape auf den PHP setzt, in einer Kreuzform, also praktisch durchreißen, Kreuz machen auf den PHP und dann den Ball werft, es aufnimmt, seht ihr, wie eure Achse sich bewegt. Ob ihr sie anschauen könnt, sei es zu euch gerichtet, dann habt ihr eine 90 Grad Axis Rotation. Wenn ihr es nicht seht, habt ihr 0 Grad. Und wie gesagt, 20 bis 40 Grad ist die Axis Rotation, die ihr haben solltet. Ich habe da auch ein paar Beispiele, die ihr euch gerne mal in einem Video anschaut. Wenn ihr zum Beispiel eine sehr geringe Axis Rotation sehen wollt, könnt ihr euch gerne Walter Ray Williams anschauen. Der hat, ich würde sagen, unter 5% Axis Rotation und ist dafür bekannt, dass seine Bälle sehr, sehr früh rollen. Das heißt, je geringer die Axis Rotation, desto früher rollt der Ball, desto weniger Backend habt ihr. Wenn ihr 45 bzw. 20 bis 40 Grad, seht ihr sehr gut bei Chris Barnes. Chris Barnes hat da eine sehr angenehme Axis Rotation und ziemlich optimale Axis Rotation und erzeugt einen sehr guten Roll mit einem sehr guten Backend mit dieser Axis Rotation. Natürlich können die Pros alles ändern und sind sehr flexibel in der Hand und können ihre Axis Rotation ändern. Aber ich sage jetzt mal im Standardspiel, Walter Ray Williams unter 10 Grad, Chris Barnes zwischen 20 und 45 Grad. Und dann gibt es natürlich noch das Highlight, das ist einer der wenigen Spieler, die auch 90 Grad spielen können. Und das wäre sowas wie Pete Webber, der sehr extrem um den Ball rumgehen kann. Aber er kann auch sehr geringe Axis Rotations spielen. Also Pete Webber ist natürlich auch eine Legende, der kann das. Aber bei einigen Videos von Pete Webber sieht man, wie er hohe 70, 80, 90 Grad Axis Rotation spielt. Einfach mal darauf achten, wo die Drehachse ist und wo sie euch anschaut. Und dann könnt ihr beurteilen, welche Axis Rotation diese Spieler haben. Der Bruder oder die Schwester von Axis Rotation ist natürlich der Axis Tilt. Der Axis Tilt ist die vertikale Drehachse des Balls. Das heißt, wie dreht er so, beziehungsweise so, hochkant. Je größer der Laufring ist, desto tiefer ist der Axis Tilt. Das heißt, wenn ich einen Axis Tilt von 0 habe, läuft der Ball zwischen die Finger durch, könnte auch ein Fullroller sein, wenn es zwischen die Finger und dem Daumenloch der Laufring durchgeht. Damit habe ich einen maximalen Umfang des Balles genutzt und habe einen Axis Tilt von 0. Das ist praktisch diese Neigung. Geht dann bis 90 Grad, 0 Grad. Einen 90 Grad Axis Tilt haben in der Regel Helikopterspieler, das heißt, der Laufring ist in etwa so groß. Fullroller haben einen 0 Grad Axis Tilt, da ist der Laufring zwischen die Finger und dem Daumen durch
und ich nutze den maximalen Umfang. Als Beispiel, um das euch ein bisschen besser zu veranschaulichen, ein 0 Grad Access Tilt hat einen Umfang von 13,5 Inch. 6¾ Inch ist hier der halbe Ball, das heißt der Komplettumfang des Bowlingballs beträgt 13,5 Inch. Bei 45 Grad Laufringgröße haben wir einen Umfang von 7 Inch in etwa. Also das ist immer ein bisschen plus minus, aber rechnerisch bei 45 Grad hätten wir einen Gesamtlaufringumfang von 7 Inch. Bei 90 Grad haben wir ein 0, also nahezu 0 Inch Laufringgröße. Je kleiner der Laufring nochmal, desto weniger nutze ich auch vom Kern. Das heißt, je größer der Laufring, desto mehr nutze ich vom Kern. Theoretisch bedeutet das, ein Full Roller, der den kompletten Umfang des Balles nutzt, hat eigentlich die maximale Ausbeute an Benefit vom Kern heraus. Da es aber verhältnismäßig wenig Full Roller gibt, so nennt man die Spieler, die den Laufring zwischen Finger und Daumen haben, ist dies natürlich alles relativ. Wichtig noch zu sagen, je kleiner der Laufring ist, desto weniger Hook-Potenzial hat der Ball. Aufgrund, dass ich weniger Kern nutze. Spieler, die viel Tilt haben, eine hohe Gradzahl und einen kleinen Laufring, können das ein bisschen verändern, indem sie mehr Druck auf den Ringfinger bringen. Das heißt, der Ringfinger führt mehr zum Ziel. Und dadurch kriegen sie mehr Seitwärtsrotation und dadurch mehr Tilt. So kann man den Tilt steuern. Aber lasst euch eins sagen, den Tilt zu verändern, ist eines der schwersten Sachen, die man im Bowlingsport verändern kann. Also es ist eine sehr trainingsintensive Sache und sehr ungewohnt am Anfang. Aber wer einen sehr kleinen Laufring hat und will einfach mehr Bogen haben, sollte den Ringfinger definitiv mehr zum Einsatz bringen. Das zweite Thema ist, um weniger Tilt zu bekommen, um den Tilt nach unten zu setzen, ist einfach mal die Bogen zu überprüfen. In der Regel sind Spieler, die einen kleinen Laufring haben, entweder viel zu früh aus dem Daumen raus oder viel zu spät. Die zwei Optionen gibt es. Wie gesagt, einfach mal Bohrungen überprüfen lassen in eurem Pro-Shop. Ihr könnt auch gerne einen Termin bei uns ausmachen. info@mein-bowlingshop.de. Können wir gerne mal über eure Bohrung drüber schauen. Wenn wir einen Termin ausgemacht haben hier in Unterföhring, könnt ihr gerne vorbeikommen. Alternativ ein Pro-Shop bei euch in der Nähe, der fachlich kompetent ist. Beim Access Tilt, nur mal so als kleine Info, was ist der Richtwert, sollte irgendwo zwischen 5 und 15 Grad liegen. Das ist ein guter Bereich, wo auch die Profis drin liegen. In dem Bereich sollten auch die Spieler versuchen ranzukommen. Das heißt, der Laufring befindet sich knapp neben den Fingerlöchern und ein bisschen weg vom Daumenloch. Das ist so der Standard. Und das ist auch eine gute Richtlinie, in dem Bereich solltet ihr liegen. Beim nächsten Punkt komme ich jetzt zum PHP. PHP haben bestimmt ganz viele von euch schon gehört. Worum geht es da eigentlich? Was ist der PHP? Der PHP bedeutet Positive Access Point. Das heißt, das ist der positive Achspunkt und die Drehachse eures Balles. Der PHP hat auch ein Gegenpart, das ist der NAP, das ist der negative Achspunkt, das heißt, der liegt genau auf der anderen Seite. Der PHP und der NAP sind praktisch euer Nord- und Südpol. Wenn ihr die Erde sehen würdet, wäre das auf eurem Bowlingball der Nord- und Südpol und das ist eben der PHP und der NAP. Der PHP, wenn ihr die Bohrung habt als Rechtshänder, liegt in der Regel immer rechts von eurer Griffmitte. Rechts, bisschen hoch, bisschen runter, abhängig davon ist es, euer erster Laufring auf dem Ball. Das heißt, das nennt man Flair. Im Fachjargon nenne ich es jetzt mal. Aber anhand dieses ersten Laufrings könnt ihr euren PHP messen. Und erst wenn der das Wackeln anfängt, kommt der Fächer zustande. Es hält sich ja das Gerücht, wenn einer einen großen Fächer hat, dass dieser mehr Umdrehungen hat. Das spielt da überhaupt keine Rolle. Du kannst sehr, sehr viel Rotation haben und dein Fächer ist nur so breit. Kann aber auch sehr wenig Rotation haben und dein Fächer geht über den ganzen Ball. Das ist ballabhängig und bahnenabhängig, wobei es mehr ballabhängig ist. So, was mache ich jetzt mit dieser Information PHP? Also grundsätzlich habt ihr auf dem Ball drei Markierungen bzw. zwei Markierungen bei einem symmetrischen Ball. Ihr habt einmal den Pin, das ist der große Punkt, der farbig in der Regel markiert ist. Und ihr habt den CG, der Center of Gravity. Und bei einem asymmetrischen Ball den dritten Punkt, das ist der Mass Bias. Der Mass Bias ist immer 6¾ Inch vom Pin entfernt. Nach unten weg. So, das ist aber jetzt erst zweitrangig. Wir haben den Pin, das ist die senkrechte Achse des Kerns. Diese senkrechte Achse des Kerns kippt zu eurem PHP. Das heißt, je größer der Abstand ist von PHP zu eurer senkrechten Achse, desto mehr Hook-Potenzial hat man natürlich. Außer, es liegt über 45 Grad. Jetzt komme ich wieder zurück zu den 13 Inch, beziehungsweise 13,5 Inch, beziehungsweise 6¾ Inch. Wenn ich über 6¾ Inch mit meinem Pin vom PHP entfernt bin, bin ich näher mit meinem Pin am NAP und der Pin kippt hinten raus auf der Bahn
zum negativen Achspunkt, was wir nicht wollen, weil er dann in die andere Richtung fächert und über unser Daumenloch und über unser Fingerloch. Das heißt, ihr solltet euch immer in dem Bereich unter 6¾ Inch bewegen. Da jedoch ein Bowlingball nie perfekt ist, sagen wir als Richtwert, ihr solltet nicht über 6 Inch Pinabstand zur Achse liegen. So, je höher der Pinabstand ist, desto weniger Flair habe ich, aber desto mehr Backhand habe ich. Je geringer der Pinabstand ist, das ist jetzt nur ein Richtwert, wie gesagt. Je geringer der Pinabstand ist, desto mehr Flair habe ich, desto früher rollt der Ball, desto weniger Backhand habe ich. Das heißt, ein normaler Richtwert für Maximum Leerpotenzial, Hookpotenzial bei dem Ball ist bei einem symmetrischen Ball 3¾ Inch weg von Pin zur Achse. Also PAP ist die Achse. Und bei einem asymmetrischen Ball sagt man 4½ Inch von Pin zu PAP bzw. Achse. Der Unterschied kommt daher zustande, da es beim asymmetrischen Ball einen größeren Messbias gibt und bei einem symmetrischen Ball vorm Bohren keinen Messbias. Dazu komme ich aber in einem separaten Video und erkläre das. Das ist natürlich jetzt ganz schön trockener Stoff hier und ich hoffe, ich habe das ein bisschen verständlich zu euch rübergebracht. Es ist auch sehr, sehr schwer zu erklären, aber ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich, was der PAP ist. Also PAP ist eigentlich euer Nord- bzw. Südpol, NAP, PAP. Und was auch noch wichtig zu sagen ist, dass jeder Spieler einen ganz individuellen PAP hat und euer Layouts auf den Bällen auf diesen PAP angepasst werden sollte. Das heißt, ein guter Pro-Shop wird diese PHPs kontrollieren, wird diese PHP, euren PHP, der ganz persönlich ist, auch sich marginal nur ändert, ausmessen und daraufhin die Layouts wählen. Das ist ganz, ganz wichtig. Achtet drauf, Spieler mit geringer Rotation sollten eher einen tieferen Pin- und Achsabstand wählen. Das heißt, ihr solltet dort in dem Bereich zwischen 3 und 4,5, 4¾ Inch sein als Abstand. Spieler mit viel Rotation sollten eher den höheren Bereich über 4½ Inch wählen. Genauso bei langsamen Spielern würde ich auch eher empfehlen, einen höheren Bereich zu wählen und das Flair, diese Fächer, zu reduzieren, damit der Ball mehr Energie nach hinten trägt. Spieler mit schnellem Tempo sollten eher geringeren Abstand haben, da ich da den Flair erhöhe und der Ball langsamer wird. Um eine Bewegung auf der Bahn zu bekommen mit dem Bowlingball, habt ihr nur zwei Sachen beim Tempo. Wenn ich schnell bin, muss ich den Ball zum Bremsen kriegen. Wenn ich zu langsam bin, muss ich den Ball beschleunigen, dass er nach hinten geht und dann erst seine Bewegung macht. Das sind die zwei Ziele bei einem Layout. So, ich hoffe, ich habe damit jetzt mal grundsätzlich Axis Tilt, Axis Rotation, PHP erklären können und das ist einigermaßen verständlich. Wenn ihr Fragen dazu habt, einfach bitte in die Kommentare oder im nächsten Livestream einfach mal in den Chat reinschreiben, Fragen. Bin ich jederzeit bereit, die zu beantworten und speziell der Gold-Livestream ist dafür sehr, sehr gut geeignet, weil wir da natürlich eine sehr geringe Teilnehmerzahl sind und da jeder auch die Zeit bekommt, dass ich das... Der nächste und letzte Punkt für heute in Teil 1 ist die Bohrung an sich. Das heißt, die passende und unpassende Bohrung. Ganz viele sagen zu mir, ja, mein Pro-Shopper hat die und die Philosophie für Ballbohrung. Letztendlich gibt es zwei Philosophien beim Ballbohren. Und das ist falsch und richtig. Wenn, transportiere das immer gerne an Füße, wenn ich Schuhgröße 42 habe, dann ist es vollkommen irrelevant, welche Philosophie ich habe. Entweder der Schuh ist zu klein oder ist zu groß. Aber oder passend. Es gibt nicht falsch, es gibt keine Philosophie bei einem Schuh, bei einer Schuhgröße. Genauso verhält sich das auch bei einer Ballbohrung. Es gibt falsch und richtig. Grundsätzlich spricht man jetzt von verschiedenen Sachen. Die wichtigsten Sachen bei einer Bohrung sind dann natürlich zuallererst mal der Spann. Wie messe ich oder wie kann ich meinen Spann selber kontrollieren? Ganz einfach, ihr geht mit dem Daumen in den Ball rein und legt eure Hand locker drauf. Und da meine ich jetzt nicht ziehen, sondern Daumen rein, senkrecht in das Daumenloch. Dann sollten eure Gelenke, also dieses Gelenk hier, in der Mitte vom Fingerloch sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist der maximale Spann, den ihr haben solltet. Sollte das Loch kleiner sein, also der Spann kürzer sein, ist das halb so wild. Denn es gibt nicht zu kurz, es gibt nur zu lang. Das ist wie bei einem Schuh. Es gibt selten zu groß. Das ist mehr, wenn es zu klein ist, drückt es. Und genauso ist es beim Spann. Also zu kurz gibt es nicht. Oder selten, es gibt zu kurz, aber es ist eher selten. Es gibt nur zu lang.
Das heißt, sollte euer Gelenk an der Lochkante sein, ist das ein Zeichen dafür, dass euer Spann zu lang ist. Fakt ist, das Gelenk sollte mindestens in der Mitte vom Loch sein, wenn euer Daumen senkrecht im Loch drin ist und ihr die Hand einfach drauflegt. Ganz, ganz wichtig, so könnt ihr das kontrollieren. Ihr könnt auch gerne Fotos an uns schicken, dann kann ich euch sagen, ob der Spann zu lang oder zu kurz ist. Der zweite Punkt betrifft den Daumenwinkel nach links und nach rechts. Wonach richtet sich das? Das richtet sich in erster Linie nach der Grundbeweglichkeit eures Daumens. Auch das ist sehr individuell. Viele benutzen dort Standardwerte. Wir selber messen das individuell aus. Das heißt, es gibt keinen, das ist der Richtwert, sondern und der Winkel ist besser wie der, sondern das ist abhängig einfach von eurer Beweglichkeit, eures Daumengelenks, wie viel Links- und Rechtswinkel wir haben. Den Daumenwinkel nach links und rechts könnt ihr ganz einfach kontrollieren. Ihr nehmt euch eine ganz normale Flasche, ganz locker, Paulaner Spezi-Werbung, und greift einfach an. Und jetzt kontrolliert ihr, wo euer Daumen hinzeigt. Wenn ihr überlegt, wenn dieser Daumen, wenn ihr einmal hingegriffen habt, ganz locker, also nicht jetzt hier beabsichtigt dahingreifen, sondern einfach mal hingreifen und festhalten, so wie ich jetzt hier, habe ich Mitte der Finger, ist der Winkel 0, wenn ich diesen Daumen hier verlängern würde. Oh, das ist alles spiegelverkehrt, das ist schwierig. Geht es in die Richtung, geht der Winkel nach links vom Daumen. Und immer 16-weise. Das heißt, ich habe 0, 1 16, Mitte des Fingers 1 Achtel, 3 16 nach links. Ich bin Rechtshänder jetzt. Geht der Daumen weiter nach da, das ist 1 16 nach rechts, 1 Achtel, 3 16. So misst man das, kann man das ausmessen zu Hause. Wir haben natürlich Werkzeuge dafür, beziehungsweise wir nehmen die Hand in die Hand und überprüfen das. Der nächste Winkel, den wir haben, der wichtig ist, den ihr aber auch, den könnt ihr eigentlich sehr, sehr schwer kontrollieren, aber ist berechenbar, ist der Daumenwinkel nach vorne und nach hinten. Das heißt, der Winkel nach da oder nach hinten. Dieser bemisst sich anhand der Spannlänge, die ihr habt und anhand der Fingerwinkel, die ihr habt. Das heißt, der Daumenwinkel nach vorne und nach zurück ist immer in Abhängigkeit mit den Fingerwinkellöchern. Das heißt, sind die gerade rein, sind die nach vorne weg und der Spann des Abstands. Ziel ist es, dass dieser Winkel im Ball, wenn ihr im Ball drin seid, 63 Grad ergibt. In dieser, das ist das Ziel. Das heißt, ich berechne anhand des Spanns und der Fingerwinkel den Daumenwinkel, der dann 63 Grad ergeben soll. Wie gesagt, 63 Grad ist das Endziel. Da soll man hinkommen. Wenn ich einem Anfänger jetzt das exakt so bohre, wird er niemals aus dem Ball rauskommen, weil das auf Halt gebohrt ist. Das heißt, dass ich den maximalen Halt in einer Bohrung habe. Das ist natürlich bei einem Anfänger, der es gewohnt ist, mit einer Hauskugel zu spielen, der immer zu große Löcher hat, ungewohnt und am Anfang unspielbar. Das heißt, man tastet sich über die Zeit an diese 63 Grad hier heran. Dann komme ich mit dem nächsten Winkel, das ist der Forward Pitch bzw. Reverse Pitch der Finger. Das heißt, in welcher Neigung sind die Löcher der Finger in den Ball gebohrt? Das ist ebenfalls abhängig von der Beweglichkeit der Finger. Das heißt, wenn ich hier festhalte mit dem Daumen und lass locker und drücke mein Handgelenk, wenn praktisch das Gelenk gerade ist und drücke hier locker nach unten, wie weit kann ich das nach unten machen? Wie ihr schon seht, gerade wäre praktisch senkrecht dieses Gelenk nach unten. Wenn ich es gar nicht mehr bewegen kann, kann ich natürlich nicht senkrecht nach unten das Fingerloch bohren, weil ich mir dann dieses Gelenk hier kaputt mache, weil irgendwann bin ich ja so drin. Das heißt, der Finger soll flach aufliegen und in meinem Fall, wie ihr schon seht, brauche ich diese Neigung. Und das wären in meinem Fall jetzt ungefähr 3/8 Inch weg. Und dementsprechend passt sich dann der Daumenwinkel ebenfalls nach vorne an. Das heißt, dieser Winkel ist abhängig rein von eurer Beweglichkeit in den Fingern. Dann komme ich auch zu einem spannenden Thema noch bei der Bohrung und das ist die Daumengröße und die Form. 90% der Profis haben tatsächlich ovale Löcher. Entweder schon gebohrte ovale Löcher oder eben zu hingetapte ovale Löcher. Ovale Löcher deswegen, wenn ich ein rundes Loch habe, der Daumen ist immer breiter, wie er hoch ist. Wenn ich ein rundes Loch habe, habe ich nur 2 Haltepunkte und das sind die, weil das die breitesten Stellen an meinem Daumen sind. Das heißt, ich mache das Daumenloch so groß, bis ich hier rauskomme. Bei einem ovalen Loch habe ich diese Haltepunkte und diese Haltepunkte. Durch 4 Haltepunkte oder Druckpunkte habe ich weniger punktuelle Belastung. Das heißt, ich verteile einfach Gewicht auf 4 Stelzen anstatt auf 2.
Das ist der Grund, warum man ovale Löcher benutzt. Im Umkehrschluss ist es viel schwerer zu spielen, aber und ihr müsst deutlich lockerer in der Hand sein, aber es wird auf lange Sicht einen deutlichen Benefit geben. Zweiter Punkt ist, wie eng oder wie groß sollte ein Daumenloch sein? Bei den Profis ist es so, je enger das Daumenloch, umso besser. Hat damit zu tun, nehmen wir mal an, ihr habt ein sehr großes Daumenloch. Dann müsst ihr den Ball festhalten und krallen. Nachteil ist, ovales Daumenloch sehr schwierig zu spielen, weil ihr nicht rauskommen werdet. Passenden Winkel sehr schwierig, weil ihr nicht rauskommen werdet. Und der dritte Punkt, ihr steuert mit eurem Gehirn. Jetzt musst du den Ball loslassen. Dieser Impuls dauert aber zu lange. In der Regel. Das heißt, der Zeitpunkt wird riesig. Je enger das Daumenloch ist und je lockerer meine Hand ist, desto kleiner wird der Abgabepunkt, wo der Ball bzw. der Daumen auch wirklich vom Ball geht. Desto genauer und präziser spielt man. Also das ist eine Trainingssache tatsächlich. So eng wie möglich das Daumenloch, so tief rein wie es geht. Das heißt, ihr solltet bis hierhin mit dem Daumen im Ball sein und versucht es einfach mal. Tapet euch das Daumenloch so eng, wie ihr könnt. Stellt euch an die Foullinie und probiert einfach mal den Ball locker loszulassen. Dann werdet ihr feststellen, auf lange Sicht, ihr werdet genauer werden, ihr werdet mehr Rotation haben, ihr werdet mehr Balltempo haben. Ist gleich höheren Score, langfristig gesehen. Am Anfang sehr schwer, aber es lohnt sich, das kann ich euch sagen. Auch ein Punkt, wo sehr viel gestritten wird, ist die Daumenkante. Ganz viele unserer Kunden sagen, nee, ich brauche eine runde Daumenkante, ich brauche eine runde Daumenkante, es muss runder, runder, runder. Je runder die Daumenkante, desto mehr muss ich den Ball krallen. Denn diese Kante im Daumenloch hält den Ball. Jetzt sagen viele, ja, aber ich kann das nicht spielen, das tut man sich weh. Man tut sich nur weh, wenn man zu verkrampft im Ball ist. Das ist auch eine Trainingssache an der Foullinie. Man muss halt stur sein und sich an die Foullinie stellen und das durchziehen. Das ist sehr, sehr wichtig. Früher, wo ich viel trainiert habe, habe ich tatsächlich den Ball gebohrt und habe nichts mehr nachgeschliffen an dem Daumenloch. Das heißt, es war rein die Bohrkante, so scharf war das, und man merkt es nicht. Und dadurch konnte ich den Ball maximal eng als Loch haben und die Kante hat zusätzlichen Halt generiert. Dadurch maximale Lockerheit im Ball. Mittlerweile, dadurch, dass ich weniger spiele und weniger trainiere, habe ich auch eine rundere Kante gemacht, weil ich einfach nicht aus dem Daumenloch rauskomme. Das heißt, auch das ist ein Prozess über Zeit, an dem man sich rantasten muss. Beim nächsten Mal wieder ein bisschen schärfere Kante, beim nächsten Mal wieder ein bisschen schärfer. Und irgendwann kommt man dahin, wo man sagt, das ist genau meins. Das ist auch eine sehr individuelle Sache. So, wie könnt ihr jetzt wissen, was eine falsche und eine richtige Bohrung ist? Punkt 1, wenn ihr Blasen habt, Wunden habt, solltet ihr das überprüfen lassen. Definitiv. Wenn ihr Schmerzen habt in den Gelenken, definitiv überprüfen lassen. Wenn ihr Handflächenschmerzen habt, Sehnenschmerzen, überprüfen lassen. Wenn ihr jetzt selber nachmesst, ist es zu 90% tatsächlich so, dass die Spieler einen zu langen Spann haben, die Daumenkante zu rund, Winkel nicht korrekt. Also das ist tatsächlich zu 90% ist das der Fall. Leute, die zu uns kommen, lassen sie drüber schauen. Und leider bei 9 von 10 Spielern müssen wir sagen, hey, dein Spann ist zu lang. Deine Winkel sind schlecht, die Daumen sind zu groß, die Kanten sind zu weich. Also überprüft es mal oder schaut vorbei oder geht in einen Pro-Shop, der das gelernt hat, der weiß, wovon er redet. So, damit haben wir den Part 1 dieses Videos beendet. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich erörtert. In 2 Wochen haben wir dann den zweiten Teil. Und da gehen wir dann drauf ein, welche Oberflächen es gibt, welche Ball-Layouts man verwendet, welche Kerne es gibt, wie sich RG-Differential auswirken auf den Bowlingball und werden dann diesen Punkt angehen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt eine schöne Zeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst wie gesagt ein Like da und bis in 2 Wochen. Bis dahin. Tschüss.